Max, du gehst da falsch. Nee, du bist da falsch. Aber ich habe hier einen richtig kranken... Ja, ja, aber das ist der falsche Weg. Du musst den offensichtlichen nehmen. Es geht immer nach oben. Alle dabei. Ich schau mal. Incorrect argument for command. Oh, Max, aber hier nichts irgendwie nachher Server stoppen oder so, ne? Entschuldigung. Alter, hier sind voll die... Die sind richtig schnell, die Leute teilweise. Oh, da sind sie jetzt gerade auf der Suche nach dem richtigen Weg. Wo bist du? Nein, nein, die sehen dich nicht. Doch, ich bin nicht mehr im Game-Mode. Scheiße. Ja, da musst du wieder reingehen. Ich war auf einmal neben Norman. Scheiße. Slash Game-Mode-Spectator, ja. Ich war auf einmal ganz oben. Ja, du musst leider jedes Mal, wenn du den Server wechselst... Ich baute mich einfach. Ja, Reapers hat mich erwischt, wie ich cheate. Reapers hat mich einfach cheated erwischt. Slash TP Reapers, ich bin auf Reapers Höhe instant. Wie lange wird der Beste nach oben brauchen? Boah, also ich weiß es nicht. Also mit der... Also wenn du alle Abkürzungen perfekt nehmen würdest... Ich guck gerade bei Rumatra zu. Ich will einmal ganz kurz die Map anschauen. 2 Monate hat das Bauteam dran gesessen. Das ist geisteskrank. Die ist geisteskrank detailliert. Nein, Rumatra. Hier oben ist das Ziel, ja. Okay, heftig, heftig. Sogar Rumatra und Early Boy liefern sich hier jetzt ein Rennen, glaube ich. Wichtiger ist wohl laut Angaben gerade Erster. Er ist schon sehr weit auf jeden Fall. Nee, aber vor ihm ist noch jemand. So, jetzt habe ich es hier. Erster Platz 2000 Euro. Zweiter Platz 1000. Dritter 500. Vierter 400. Fünfter 300. Sechster 250. Siebter 200. Achter 150. Neunter 100. Und zehnter Platz kriegt auch 100. Bis zehnten Platz geht's. Also hier ist auf jeden Fall schon einer, der ist schon auf Höhe 590. Das ist aber auch ein internationaler Crater. Digga, natürlich Rumatra wieder, fällt er runter, für 15 Subgifts springt er runter. Hallo? Rumatra hat seine andere Art gefunden, wie er sich das Preisgeld einsackt. Wie ist denn dein erster Eindruck, Rumatra? Ich finde es besser ausgeschildert als letztes Mal. Gefällt mir sehr gut. Und von den Sprüngen her ist es doch auch bis jetzt angenehmer, oder? Ja, ja, definitiv. Also es ist nicht... Es ist schön runtergefallen gerade in dem Moment, dass er Schnauze. Nächstes Mal die Map ein bisschen schwerer machen, bitte, G-Time. Du hast letztes Mal nicht geschafft. Doch. Wie? Also wir haben die jetzt mit Absicht diesmal nicht so schwer gemacht. Wird die am Ende noch so richtig hart oder... Sie wird so zum Ende schwerer? Hin, wird schon ein bisschen knackiger, aber es ist... Also ich sag das so, wie es ist. Ich habe bei der Map bei jedem Sprung drauf geachtet, dass Max den schaffen kann. So ist gut. Mm. Das ist auch das Only-Up-Prinzip. Du hast viele mittelschwere Sprünge und wenn du auch nur einen verkackst, fällst du. Ja, aber auch nicht ganz weit fällt man hier dann, ne? Man hat hier immer so eher so... Ja, so wir haben safe. Mehr Sachen eingebaut, die dich auffangen werden. Also du fällst zwar auch, du kannst auch wirklich richtig tief mal fallen, aber das sind dann eher so Sprünge, wo wenn du daneben springst, regst du dich auf, dass du das verkackt hast. Ja, dass du dich über dich selber aufregst, dass du mehr Rage-Potenzial hast. Also wichtiger ist jetzt aktuell bei 42%. Ich glaube, er ist sogar damit auf Platz 1. Darf ich kurz stören? Ey, ja. Noriax, du hast richtig hart reingeschissen, ne? Ja, ich hab nicht erkannt, wohin. Also das ist wirklich wieder richtige Scheißmap. Spaß, macht über Bock. Aber sagen alle falscher Server. Ja, weil also, du dir die Nachricht nicht durchgelesen hast. Dir war wichtiger, einen YouTuber-Rang anzufordern, als die Nachricht durchzulesen zum Event. Ja, du hast recht. Ich war gierig. Aber ich hab Slash-Event gemacht und wurde TP'd. Und dann ist das falsch. Ich dachte, so bist du jetzt an demselben Platz, wo du vorher warst? Nee, also ich bin noch... Also ich wurde vorhin TP'd irgendwo hin. In einem anderen Server war dann halt so 100 Blöcke weiter drunten. Fair. Das ist mein Nerv. Ich Digga, wie gut spielt Wichtiger denn? Wir gucken mal Papa Platte zu. Wichtiger hört einen unfassbar geilen Song, aber leider ein Cover. Können wir den rausschmeißen aus dem Wind? Hi, Miller. Hallo. Wieso rausschmeißen? Moin, ich guck dir gerade zu. Moin, moin. Ey, ich habe absolut keine Ahnung, wie es funktioniert. Könnten wir kurz die Regeln erklären? Du musst einfach nur nach oben gehen. Ja, okay, aber ich meine, wonach gehen die Platzierungen? Also wer als erstes oben ankommt, es gibt 10 Plätze quasi. Ah, okay, also es geht einfach nur, also man competen quasi einfach alle gegeneinander, es geht nicht um PB. Genau, es geht einfach nur, genau, wer als erstes oben ankommt. Okay, alles klar. Super. Easy, danke. Viel Erfolg dir. Kein Problem. Euch auch, falls ihr mitspielt. Und Papa Platte geht falsch. Nein, er geht nach unten, nicht Papa Platte, es geht nach oben, es heißt only up. Alter, ich... Oh. Guckst du bei ihm auch gerade zu? Ja, es ist krass. Also, Wichtiger ist auf Höhe 1200, Papa Platte ist auf Höhe 60. Sebo ist auf der Höhe, wo Papa Platte ist. Nein, Sebo und Opa. Ist gerade in das Gebäude rein. Sebo spielt seit 10 Minuten, Sebo. Digga, Sebo war vor einer Viertelstunde Höhe 90. Ist krass. Jetzt ist er Höhe 77. Papa Platte ist in dem Gebäude rund gelaufen, also eine Runde, und geht zum selben Weg, wo er wieder runter geht wie eben. Er findet die Leiter hier hinten nicht. Die ist hier direkt hinterm Regal. Mal gucken, ob er es jetzt checkt. Ich guck bei Fabo mal zu. Oh, man merkt, Wichtiger ist, glaube ich, ein bisschen nervös.
Ja, bei so kleinen Sprüngen, wo man so ein bisschen aufpassen musste, da fällt er manchmal daneben. Julian Komm spielt ja auch mit, ne? Ja. Der läuft einfach Reapers hinterher. Das ist smart. Der sucht gar nicht den Weg. Der läuft einfach Reapers hinterher. Und wenn Reapers so ein bisschen am Gucken ist wegen dem Weg, dann chillt der, dann wartet der einfach. Ah nee, ich glaube, Reapers wartet sogar auf ihn. Boah, da sind schon einige echt ziemlich weit oben mittlerweile. Wichtiger bei 63% aktuell. Wie weit kann er theoretisch nochmal runterfallen? Man fällt ja, wenn man fällt... Boah, es gibt Stellen, also da kannst du so gute 20-30% runterfallen. Also wenn du komplett unglücklich fällst, kann das auch sein, dass du 50% runterfällst. Boah, das ist aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier mit Wichtiger und dem internationalen Creator hier. Wichtiger hat ihn gefunden. Oh, er hat ihn aber durch Wichtiger jetzt auch gefunden. Alter, er hat sich einfach an ihn rangeklebt. So, jetzt gucken wir mal, welchen Weg Wichtiger nimmt. Oh, er nimmt den. Oh, er nimmt einen Shortcut. Er hat einen Shortcut gefunden. Kopf an Kopf rennen. Da läuft so doll. Guck mal, wie nah beieinander die beiden sind. Wie findest du das, dass mal einer dabei ist, der Wichtiger jetzt richtig schön unter Druck setzt? Das ist geil, das ist echt spannend. Wie dicht ist er an ihn dran? Ist er direkt hinter ihm? Der läuft die ganze Zeit, der ist nur 10 Blöcke oder so hinter dem. Wichtiger dreht sich nicht. Ah, da ist er, er ist hinter ihm, okay. Wo sitzt ihr ungefähr bei 65%? Ja, die kommen jetzt gleich auf die Sonnenebene. Also die haben jetzt die Mondebene geschafft und jetzt gleich kommt die Sonnenebene. Oh, Kailan ist vor Wichtiger. Der hat ihn überholt. Ja, der hat einen anderen Weg gefunden. Wo ist Wichtiger? Geht aber auch noch weiter. Wichtiger ist so 20 Blöcke unter ihm, aber das macht schon viel aus. Der ist Erster. Gucken wir mal. Oh ja, der ist schon bei 90%. Nuria ist gerade 400 Blöcke runtergefallen. Er weint einfach uns. Eieieiei. Der hat Wichtiger überholt und Gale. Ja, der ist jetzt gerade bei 1900. Der wird jetzt gleich beenden. Gib mir mal deine... Der ist kurz vorm Ende. 96%. Der beide überholt hat. Der hat beide überholt. Ja, also jemand sagt auch, dass das, der ist international ein sehr bekannter Minecraft-PvP-YouTuber. Oben auf dem Baum ist die goldene Druckplatte. Wenn er die jetzt betritt, dann ist er Erster. Dann kriegen auch alle auf dem Event-Server eine Nachricht, dass er das abgeschlossen hat. Ich glaube, er hat's. Er hat's geschafft. Digga, der Golden Retriever hat gewonnen? Kailan ist Platz 2. Der ist jetzt Platz 2? Ja, Kailan ist Platz 2. Er hat's auch! Wo ist Wichtiger? Jetzt ist der Wichtiger dran. Und jetzt geht's noch um den dritten Platz, das sind 500. Dritter Platz, 500. Ist jemand noch knapp hinter Wichtiger? Boah, das weiß ich gerade nicht. Das hört er, wenn er um 2000... Das Nerf hat jetzt Platz 3. Wer ist Platz 3? Das Nerf hat Platz 3. 50 Sekunden länger als Platz 2. Boah, wenn jetzt noch einer vor ihm geht, ne? Das wäre krank. Also das wäre jetzt wirklich unangenehm. Er hat's, er ist Vierter. Er redet die ganze Zeit vom Sieg. Ich glaube, er denkt, er ist Erster. Nein, man sieht, also alle sehen das im Chat auf dem Server hier. Ah, okay. Er ist Vierter. Nur ist wieder runter, weil mir schwarz-weiß und läuft traurige Musik, er bewegt sich nicht mehr. Er ist 1000 Blöcke gefallen. Ach du Scheiße. Bei Noriax ist richtig am Krachen, sagst du? Bei Noriax ist vorbei. Der hält hier gerade eine Wutrede. Und er wollte wieder Erster Platz werden. Der hat große Töne gespuckt. Ja, ja. Titel verteidigen. Lobby dominieren. Da ist so Stonks nach oben. Ich hoffe, Wichtiger hat die Wette nicht vergessen. Ja, er hat gerade eine Midlife-Crisis. Ich habe mit Wichtiger eine Wette. Er hat gerade komplett eine Midlife-Crisis. Er überdenkt gerade sein ganzes Leben, weil er 1000 Blöcke runtergefallen ist. Ich muss gleich mal gucken, Paulus. Ich meine, die Wette war, er muss mindestens Erster Platz werden. Wenn er das schafft, kriegt er 10 Subs von mir. Wenn er es nicht schafft, krieg ich 10 Subs. Ich stelle dir jetzt 1000 Fragen, G-Time. Ist das cool? 1000 Fragen willst du mir jetzt stellen? Immer wieder. Ich frage, wer ist drin, wer ist als nächstes, wer ist höher, was ist das Preisgeld? Wer als nächstes reinkommt, ne, bei so vielen Leuten, das schaffe ich gar nicht so schnell, den Überblick zu behalten, Max. Also ich sag mal so, Sebo ist auf jeden Fall mittlerweile bei 25%. Sandwich Lord ist Platz 6. Tobi hat seinen Bildschirm kaputtgeschlagen. Ja, da ist eine Riesenkante drin. Er zeigt es gerade hier. Wer hat seinen Bildschirm kaputtgeschlagen? Er soll es G-Time in Rechnung stellen, schreiben die Leute. Was? Wer hat sein... Das Servernetzwerk muss einen Rechner bezahlen. Ja, und mein Bildschirm kaputt. Jetzt ist nur noch Platz 7. Also 7, 8, 9 und 10. 7, 8, 9, 10. Noch. Genau. Also der nächste Leute kriegt jetzt 200 Euro, der reinkommt. 400 Leute noch. Fabo braucht noch 3%. Das klingt danach, als wenn Fabo der nächste wird. Cheater, du hast dich einfach hingeportet. Ich hatte das gesehen. Das hat man voll gesehen. Du cheatest immer. Ich porte mich einfach auch zu Fabo und lauf dann auf die Druckplatte. Krieg 200 Dollar. Er ist da. 400 Euro. Fabo, ja, der hat jetzt, warte, ist Platz 7? 400 Euro, ja.
Nee, 200. 200. Ja, 400 Euro war für den vierten Platz, Max. Wir sind schon beim. Ja, wir ja, sind ja, jetzt ja. beim achten Platz. Der kriegt 150. 150? Ich habe bald 150. Ja, kriegt jetzt der nächste, der reinkommt. Also, Fabo hat jetzt 200. 200, gut zählt. Sauber. Oh, wir haben hier schon die nächsten, ne? Platz 7 ist jetzt. Platz 8, Coldy Feed. Okay, okay. Okay, Platz 9 ist Valdaren. Das heißt, es ist nur noch Platz 10 offen. Also du willst mir jetzt sagen, weil du die ganze Zeit Kaktusfarmen baust, hast du das bessere Movement als Papa Platte in Minecraft. Ja, ja, also guck dir das mal an. Guck dir das mal an, da was da passiert. Also ich bin schon gespannt, wenn du deinen Run hier auf der Map machst. Wann machst du das denn, Max? Ja, jetzt hau die Fakten hier raus. Jetzt will ich hier Fakten haben. Genau. Ich bin bis nächsten Samstag in Polen. So. Bis nächsten Samstag? Ja. Also du bist jetzt eine ganze Woche fast in Polen. Richtig. Dann ist Sonntag ein Event, was noch nicht bekannt ist. Okay. Und dann startet ein Event von Otto, sag ich jetzt einfach mal geheim. Und dann von da aus fliegen wir instant nach Dänemark. So. Wofür hast du überhaupt, also wofür willst du irgendwie eine Wohnung oder so noch ziehen, Max? Du bist doch nur unterwegs. Im Februar ja, weil im März Haartransplantation, ich darf 6 Wochen nicht raus und keinen Sport machen, verstehst du? Und okay. Dann geht es instant zur Haartransplantation. Und dann ist der März. Da mache ich erstmal einen 7-Tages-Zyklus Matra und dann habe ich Zeit. Dann habe ich 4 Wochen Zeit zum Zocken. Also im März. Mann, ich habe den. Digga, es ist ein PvP-Brite. Das sind die Briten-Spieler. Ja, aber du sagst erst Jump'n'Run, jetzt fickt er dich auch noch mit PvP. So, wo soll er dich noch überall hops nehmen, Alter? Aber ich fick dich. Er wird dich auch ficken. Digga, akzeptier doch mal, dass er dich fickt in jeder Rubrik in Minecraft. Chill mal kurz. Chill einfach mal. Chill kurz. Er ist vielleicht der beste Minecraft-Spieler, gegen den ich je gespielt habe. Chill mal kurz. Echt jetzt? Er ist so viel besser als du, Fabo. Er fickt uns beide so einen Arsch. Er würde uns zubewahren, glaube ich. Das ist ja nur ein Schwert! Mann, Digga, ich habe keine Ahnung. Ich war noch nicht auf dem Server. Guckst du, wie ich. Hugo, demütige. Nein, ich spiele OC, SWAT spiele ich nicht. Mein Gott, nur Only SWAT bringt nichts. Also Max, ich find's aber auch ein bisschen bodenlos, dass du hier die Jungs flamest und auf 3% in der Only-Up-Map rumgammelst, ja? Also, das ist insane, wirklich. Ey, ihr seid du alle flamest Arsch. Alle Nurek Leute. Nein, Nurek sagt immer, er ist Nationalspieler. Mann, für Minecraft in Deutschland. Ein deutscher Nationalspieler in Minecraft. Ja, okay, komm jetzt zugekommen. Und kriegt dann gegen den ersten Melo-Briten 3-0 auf die Fresse. Junge, du hast gerade durchgehend Papa Platte geshit-talkt. Ich geh wieder hoch, ich kletter weiter. Haltet eure Fresse, seid alle bad. Max glaubt, dass er besseres Movement als Papa Platte hat, weil er so viele Kaktusfarmen gebaut hat. Ey, ist der erste Pass noch drinne? Sollen wir online kommen? Ich will gegen ihn fighten. Da die Ahnung. Mach dich so weg, Digga. Nein, ich schwöre, ich gewinne. Mann, du bist so washed. Junge. Keiner so wie du, Digga, abgebrochen, Junge. Jetzt geht Max weiter. Der findet schon jetzt den Weg nicht, das kann nicht sein. Max, du gehst da falsch. Nee, du bist da falsch. Aber ich hab hier einen richtig kranken... Ja, aber das ist der falsche Weg. Du musst den offensichtlichen nehmen. Es geht immer nach oben. Jetzt sag nicht, bei dir kracht's schon wieder wegen dem... Ach, das war letztes Mal so, ne? Ja, wegen deinem Sprinten letztes Mal. Hast du gefunden, ja? War Sebo für eine halbe Stunde drin, hat er es nicht gekriegt. Also du sagst, er hat eine halbe Stunde diese Leiter gesucht. Oh, ich hab den Schummeltrick gemacht für meine Mechanics out of this world. Du schlägst jetzt auch so wie wichtiger die ganze Zeit. Natürlich. Nee, ich hab das aktiviert. Okay. Sehe ich da einen Schleimball? Mhm. Ah, bist ein bisschen zu knapp gesprungen. Locker. Oh, jetzt kommt eine Stelle, die so ein bisschen, ne? Aber die Sprünge sind nicht schwer. Ja, das Problem ist, ich bin halt ultra krass geworden durch die Kaktusfarm, weißt du? Ich seh's, ja. Romatra ist bei 70%. Okay, das ist ordentlich. Sebo ist offline, der ist safe geragequittet. Sebo ist offline. Der ist 100% geragequittet. Alleine das, Max, ist jetzt schon ein Grund, dass du diese Map abschließen musst. Du kannst ihn so damit dann aufziehen, dass du sagst, ey, die Map ist so leicht und du schaffst sie nicht. Ja, also das muss dir jetzt einen Motivationsboost aus der Hölle geben. Ja, klar. Was drückt mich denn da? Ist da was? Pflanzen? Ja, die Pflanzentöpfe. Wenn du auf die drauf gehst, gehst du so einen halben Block höher. Sebo hat sich in einem Spinnennetz verfangen und ist dann ganz runtergefallen fast. Ich will gar nicht wissen, der ist bestimmt direkt ins Garage quittet. Ich glaube, hättest du dann noch ihn geshit-talkt, dann wäre er voll ausgerastet. Ich glaube wirklich, der wäre so sauer gewesen. Dann könnt ihr das Ding ja auch daddeln. Jop. Jetzt bin ich hier. Na, bist aber nicht tief runtergefallen. Nee, ich weiß, wollte das hier nur zeigen. Na, hast du dich jetzt da in so ein Loch festgestackt? Ich muss den Leuten einfach zeigen, dass die auch das hier mal sehen. Okay, ja, finde ich sehr gut von dir. Aber wenn wir mal dabei sind, Max, ne? In Kürze kommt ja auch noch unser neuester eigener Modus, Border Battle, ne? Oh, da hast du, glaube ich, einen Weg genommen, der nicht richtig war. Ich bin da jetzt einmal lang, okay, erstmal.
Das ist nur noch so Kampf gegen dich selbst mäßig, weil du nicht sauer werden darfst, weil du die ganze Zeit irgendwie den Weg nicht findest oder so. Aber der ist doch eigentlich extrem gut ausgeschildert, außer in so Gebäuden, da haben wir das so ein bisschen Escape Room mäßig versucht zu machen. Hier sind alle 2 Meter ein Schildkopf. Ja, ja, warte mal, bis du bei den Escape-Räumen bist. Und guck dann mal nicht in den Chat und probier mal rauszufinden. Ich sag, du wirst sauer. Ich sag, du wirst ein bisschen sauer, wirst du. Der wird ja bei Escape Room sauer. Da kannst du doch gar nicht runterfallen. Ja, dann mach mal. Rumatra, die wichtigste Frage am Abend heute, ja? Ja. Wer hat das bessere Minecraft-Movement? Max oder Papa Platte? Boah, wahrscheinlich Kevin, oder? Hundertprozentig. Warum? Weil der schon ewig Minecraft spielt und hat übelst die schwierigen Sachen gemacht. Max behauptet, er hat das bessere Movement, weil er viele Kaktusfarmen gebaut hat. Ich spring da nur von Pfahl zu Pfahl. Der Weg war falsch hier eben, ne? Achte auf die Wolle, Max. Da ist überall Wolle. Also ich sag mal so, Max ist inzwischen schon bei 13%. Was ist schlechter, deine Ausdauer oder deine Mechanik? Was meinst du, dass ich aufgebe jetzt, oder was? Ja. Ich werde auf gar keinen Fall aufgeben, Bruder. Ich hab die Escape Rooms gerade gemacht, ich hab sie schon wieder vergessen, Alter. Ich bin so maximal pisst gerade, das glaubst du gar nicht. Also Max kommt gerade echt gut, also Max, du machst gerade gut Meta hier. Darfst nur nicht daneben springen jetzt. Oh, ins Wasser. Bin so extra auf den Kopf hier drauf. Boah, jetzt wird jetzt... Oh, Max! Oh, kann ich. Boah, jetzt, das sind jetzt so ein bisschen, das ist jetzt so ein Part, da wird man nervöser, ne? Ich überhaupt, also vielleicht ist das bei dir so, aber ich kann mich halt auf meine Mechanics aus... Du weißt nicht, wie viel Kaktusfarm ich gebaut habe. Ich glaube, bei Rumatra ist gerade richtig am Krachen. Boah, die geht gleich auch irgendwas kaputt, Wasser, Alter. Also dieser Escape Room ist ja der absolute Scheiß, Alter. Max, du stehst direkt neben den Lianen. Das kannst du mir nicht erzählen. Lianen. Ah ja, hier. Das sind so Schwächen von mir. Gebe ich auch offen zu, das sind meine Schwächen. Ich erkenne Teppiche nicht und ich erkenne Lianen nicht. Wieder in einem Escape Room gefangen. Ich bin 21% runtergefallen gerade. Ich guck jetzt bei dir zu, Rumatra. Nein, nicht gerade, aber vorher, also. Also den Raum hast du noch nicht gemacht hier? Den habe ich noch nie gesehen, nein. Okay, also wie du hier weiterkommst, ich sag's dir, der Weg ist richtig räudig. Echt jetzt? Ja, ich habe auch da gesucht, ewig. Also selbst ich habe hier ewig gesucht. Der ist wirklich richtig, richtig räudig versteckt, der Weg. Ich hab's gefunden, glaube ich. Kann, ist halt, dass ich runterfalle. Also du warst schon eben richtig? Aber du musst mal drauf achten, es gibt ja überall auch so Hinweise, ne? Da hängen ja überall, jetzt zum Beispiel, guck dich mal um, da sind überall so Köpfe mit Pfeilen drauf. Die haben da sogar den Pfeil hingemacht, das ist saukrass. Der war da vorher überhaupt nicht. Weißt du, was mir passieren könnte, wäre, wenn du die Schnauze hältst, tatsächlich. Das würde mich gerne ist so sau. Holy shit. Rumatra, denk dir einfach, Max muss das, was du gerade machst, alles noch selber machen. Der muss da auch noch durch, Alter. Boah, das ist geil. Behalt einfach im Hinterkopf, ja? Du weißt ja, was du für einen Skill hast und du weißt ja, was Max für einen Skill hat. Ich glaube, meine Curve-Jumps sind besser als die von Rumatra. Wobei, 28%, geisteskrank, clean Mechanics. Jetzt zurück auf 4%. Crazy. Mein Arsch wird retiren. Ich werde nie wieder dieses Spiel anfassen. Ich bin zu schlecht. Noria, ich habe gehört, mein ganzer Chat spammt mich voll, du bist Arsch. Ja, das stimmt. Nein. Ich bin am ehesten, der gegen ihn gewinnt. Ich bin, also die beiden anderen, die gehen völlig unter. Guck zu. Wir sind in einer anderen Version. Wir sind gerade in einer anderen Version, Max. Der fängt euch seit 50 1v1s. Wenn ihr jetzt einmal gewinnt, seid ihr trotzdem nicht besser, Mann. Gegen wen spielt ihr? Gegen den Briten, der Max gewonnen hat. Der Briten auf Platz 1. Wenn ihr nach 100 1v1s einmal gewinnt, bedeutet das genau gar nichts. Halt deine Fresse. Mach du mal doch. Ich probier's doch gar nicht. Ich seh's doch ein, dass er der Übertod ist. Und der fickt jetzt gerade Noriak seit 50 Mal die Wolle. Nein, der hat zuerst den Only abgefickt und jetzt 50 von 50 Mal hat er 1 gegen 1 gewonnen. Ist das so. Krank, Max, ich glaube, als nächstes müssen wir ein richtig schönes Skyzone-Turnier machen. Ja, das machen wir. Lass im April ein richtig großes Skyzone-Turnier veranstalten. Oh, okay, wir finden den Tag und machen das. Ja, machen wir solo oder du? Du. Du würdet ihr fühlen? Ja. Mike, wir beide kommen auf. Nee, aber, ich sag ab, Hurra machen. Oh, du bist da ehrenlos. Aber da müssen wir auch die ganzen internationalen Leute und so wieder einladen. Ja, oh, da bin ich raus, Ich sag auch nicht. Ich sage, trotzdem, sage ich. Nee, bitte nur Deutsche, bitte. Matra, an der Seite, da ist eine Liane. Best of 3, by the way. Mann, Wichtigkeit, ihr habt alle alles verloren. Ihr habt nicht einmal gegen die Sonne gesehen und ihr labert nicht zu. Fabo, du hast doch nicht mit deinem Arsch auf den Server geschoben, weil du weißt, du bist scheiße. Ja, fick dich, du Schnösel. Ja, um 100 Euro. Mann. Die Schnürsel ist krass. Ich werd's nicht schaffen. Probier mich fick, Digga, du Nudel! Was?
Vor allen Dingen Hugo, der sagt Schnösel, Alter. Hugo hat sich mit 13 Tesla gekauft. Romatra, neben dir ist eine Liane. Romatra, endet aus. Leute, Romatra hat die Only-Up-Map noch nicht geschafft. So, komm als Geralt zurück. Okay, oh, you Hugo. Died, okay, you died, you died. Hugo, bitte. Warte, ja, aber das bitte. Ist die falsche Richtung. Das ist nicht die falsche Richtung, Romatra. Geh weiter, da, ja, da ist. Was hast du mit dem? Keine Ahnung, Digga. Duell, let's Hugo. Bild-Urzi, ne? Nee, Heine-Urzi macht der, Digga. Kein Wunder, der gewonnen vorhin. Ja, komm, back, laber, komm, nimm an. Digga, Bild-Urzi. Was für ein Bild-Urzi, das habt ihr. Alter, Noriax dehnt sich vor dem Battle. What the fuck, wie unangenehm. Das hab ich gesehen. Er hat gerade seine Schultern und Trizeps gedehnt vor dem 1 gegen 1. Oh, Romatra, nicht runterjumpen. Nein! Boah, du bist so Bogenarsch. Bist du peinlich? Digga, ich hab zweimal geschossen! Mann, ey, ich schwöre, ohne Bogen oder bist du ein Hund? Ja, er geht nur auf Bogen. Ein guter Spieler kann mit allem spielen. Digga, ich hab dreimal ge... Was willst du?